Es geht bei der PCR ja darum, in mehreren hintereinander ablaufenden Zyklen das Erbgut des Virus zu vervielfältigen, um es sichtbar zu machen, richtig? Genau, und das wurde in den 80er Jahren entwickelt von einem Kollegen, Clary Mullis heißt der, der ist aus den USA und der hat dafür auch 1993 den Nobelpreis bekommen für Chemie. Und man braucht halt dafür die Probe, man braucht ein Enzym, die sogenannte Polymerase, man braucht Nukleotide, das sind so kleine Abschnitte oder Einzelfragmente dieser Gen, ja, wie soll man das sagen? Bausteine also Nukleotide. Von Nukleinsäuren, kann man genau. das sagen? Und ja, zum Beispiel, und man braucht sogenannte Primer, das sind ganz kurze Stücke, die synthetisch hergestellt werden, ebenfalls aus DNA und die dann den Abschnitt definieren, den man vermehren will von dem Virus zum Beispiel. Also dadurch wird das definiert und dann mischt man das alles zusammen und dann gibt es einen Wechsel zwischen Erhitzen der Probe und wieder Abkühlen und das sind diese Zyklen. Und dieser CT-Wert, das ist ja der, also heißt Cycle Threshold, das ist praktisch die Menge der Zyklen, die man braucht, um ein positives Ergebnis zu haben und um einen Nachweis des Virus zu haben. Und deshalb ist es so, wenn der CT-Wert niedrig ist, heißt das, dass wir schon sehr früh, also nur sehr wenige von diesen Zyklen brauchen, um das Virus sichtbar zu machen. Das heißt, es ist viel da und wenn der CT-Wert hoch ist, bedeutet das, wir brauchen ganz viele Runden in der PCR, um überhaupt Viren zu finden und dann ist die Viruslast in der Regel niedriger. Und das ist eine gute Orientierung, es ist aber, muss man auch sagen, die CT-Werte sind untereinander nicht unbedingt vergleichbar, weil das nur innerhalb eines Systems vergleichbar ist. Also ich kann meine CT-Werte erstens nicht mit einem anderen Test vergleichen, nicht mit einem anderen Gen, was ich nachweise und auch eigentlich nicht mit einem anderen Labor direkt, was zum Beispiel einen anderen Test anwendet. Also man kann nicht sagen, CT-Wert 30, da ist immer die Schwelle erreicht, wo man sagt, ein Test gilt als positiv. Nee, das kann man leider nicht sagen. Dafür bräuchte man einen Standard. Also man müsste einen definierten Standard haben, wo man weiß, wie viel Viren da drin sind. Und dann könnte man eine Verdünnung machen und dann könnte jedes Labor diesen Standard nehmen und überprüfen, wo der CT-Wert in Ihrem Test liegt, der nicht mehr relevant ist. Also man müsste sich eine Schwelle überlegen und sagt, keine Ahnung, 10.000 Viren oder 100.000 Viren, darunter wollen wir sagen, spielt das keine Rolle mehr. Und dann muss jedes Labor sich sozusagen auskalibrieren und schauen, welchem CT-Wert das bei denen entspricht. Nun spielt dieser CT-Wert ja aber eine große Rolle auch bei der Frage, gibt es Falschpositive? Also die Frage, wie viel Viruslast wird nachgewiesen? Im Zusammenhang mit der Diskussion um eine Verkürzung von Isolierungszeiten, Abklingzeit, vor 3 Wochen war das mal Thema, spielte das auch eine Rolle? Also kann man Leute frei testen? Kann man sagen, wir können zwar hier so ein bisschen Virusmaterial nachweisen, aber die Schwelle ist noch nicht erreicht, wo wir sagen, das ist infektiös. Wo stehen wir da? Gibt es da Anhaltspunkte für die Laborärzte zu sagen, das ist zwar jetzt kein Falschpositiver, aber das ist jemand, der nicht rumläuft und viele andere anstecken kann? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Da habe ich gerade heute Morgen mit einem Kollegen aus der Klinik diskutiert und da kommt es sehr darauf an, wie viel wissen wir über den Patienten. Also der hatte jetzt einen Patienten, der war Anfang August positiv getestet worden, hatte eine Infektion und soll jetzt in die Klinik kommen und hat ein CT von 35 nach, weiß ich nicht, sind ja 6 Wochen oder so später. Und das ist eine völlig andere Situation, als wenn jetzt ein Patient kommt, der seit heute Morgen Symptome hat und ein CT von 35 hat. Ne? Also das kann man nicht über einen Kamm scheren. Bei dem ersten Fall von dem Kollegen hätte ich überhaupt kein Problem, weil wir eigentlich nach 7 bis 10 Tagen die Viren nicht mehr schaffen anzuzüchten. Also das, was wir am Anfang gesagt hatten, dass wirklich ein vollständiges Virus vorliegt, was in der Zellkultur infektiös ist, das schaffen wir so 7 bis 10 Tage und danach nicht mehr, wenn die Patienten nicht symptomatisch sind.
Deshalb hätte ich bei dem Patienten, der keine Symptome hat und mal vor 6 Wochen eine Infektion hat und jetzt noch, sage ich mal, so Reste an Genschnipseln hat, hätte ich überhaupt kein Problem damit und halte den nicht für infektiös. Wenn der aber jetzt ganz frisch erkrankt ist und infiziert ist, dann spielen ja noch diese ganzen anderen Faktoren eine Rolle. Wie gut war der Abstrich? Und zum Beispiel auch, wie gesagt, der CT-Wert kann sehr schwanken. Wenn der heute 35 ist und der Patient gerade erst ja am Anfang der Erkrankung steht, kann der auch morgen 20 sein. Und das schwankt schon sehr. Deswegen muss man diese beiden Fälle komplett trennen. Und man muss ja auch sagen, dass bei dem ersten Fall, der ist ja nicht falsch positiv. Mhm. Der ist ja positiv, aber es ist nicht klinisch relevant. So würde ich das bezeichnen. Und man muss dann vielleicht auch mal sagen, wie kommt es überhaupt zu falsch positiven Befunden? Dazu muss ich sagen, dass die sehr selten sind. Also wenn man sich die Befunde anguckt, die wir rausgeben, sind Falschpositive selten. Es kann mal passieren, dass es zu einer Kontamination kommt. Das ist ja auch in den USA mal durch die Presse gegangen. Und da tun wir aber viel im Labor, um das zu verhindern. Zum Beispiel gerade im PCR-Bereich sind die Mitarbeiter speziell trainiert und da sind ja in dem Lauf, den sie machen, also in dem PCR-Lauf ist nicht eine Probe, sondern in der Regel, weiß ich nicht, 50, manchmal 80, 90 Proben. Und in jedem Lauf haben sie Kontrollen. Da ist immer eine Positivkontrolle, wo sie wissen, dass die positiv ist, eine Negativkontrolle dabei. Und diese Kontrollen können Sie sogar für einzelne Schritte mitführen. Also ob zum Beispiel die Extraktion, also der erste Schritt der PCR auch geklappt hat. Mhm. Und das führt dazu, dass das extrem selten ist. Also selbst wenn der Test dann ein positives Ergebnis rauskriegt, Sie aber 90 Proben haben und alle positiv sind, dann würde spätestens dann die MTA oder der Arzt eingreifen und sagen, der Lauf muss wiederholt werden. Mhm. Das kann nicht stimmen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen der analytischen Spezifität und der klinisch-diagnostischen Spezifität. Das sind halt zwei wirklich unterschiedliche Dinge, weil zwischen dem Lauf der PCR und der Befundung stehen halt noch ganz viele Schritte. Und ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht nicht ganz passend, aber ich möchte mich mal bei allen MTAs bedanken, die seit Februar wirklich diese Tests durchführen und das oft 7 Tage die Woche und die einfach eine wahnsinnige Leistung vollbringen für uns und denen eigentlich irgendwie viel zu wenig gedankt wird. Und die machen einfach einen tollen Job und die sind wirklich darauf trainiert, dass solche Fehler nicht passieren. Dann gibt es noch den Unterschied zwischen einer technischen und medizinischen Validation. Technische Validation macht zum Beispiel die TA und die schaut dann bei einem positiven Ergebnis, ob die Nukleinsäure im Probenmaterial identifiziert wurde, also die sie suchen, mhm, und keine Kreuzkontamination nachweisbar ist. Mit anderen und alle Viren. Genau, und alle erforderlichen Kontrollen korrekt ausgefallen sind. Erst dann gibt sie in der technischen Validation ein positives Ergebnis raus, genauso negativ. Negativ gibt's ja eigentlich bei PCR nicht, sondern das heißt immer unter der Nachweisgrenze. Das heißt, dass die Nukleinsäure, diese spezifische, nicht gefunden wurde in der Probe. Aber auch genauso, dass es keine Inhibition der Reaktion geben durfte, ne, durch zum Beispiel geeignete Kontrollen. Und dass auch alle anderen Kontrollen, insbesondere die Positivkontrolle, korrekt positiv ausfällt. Weil wenn zum Beispiel dann Sie einen Lauf haben, wo die Positivkontrolle auch negativ ist, dann können Sie den Lauf auch nur wiederholen. Und das wird regelmäßig auch gemacht. Und mhm, das ist die sogenannte technische Validierung. Und dann gibt's noch die medizinische Validierung, die in der Regel der Arzt durchführt. Und da gibt es so eine Plausibilitätsprüfung, nenne ich das immer. Also passt der Befund zum klinischen Kontext und auch den Vorbefunden, die wir oft von den Patienten haben. Dann fließt natürlich das Ergebnis dieser technischen Validierung mit dazu und schließlich wird dann auch eine Interpretation des Befundes, also eine Beurteilung, erhoben.